Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei uns in der Swiss Mountain Klinik Küche. Ich freue mich, dass die zauberhafte Georgia wieder an meiner Seite ist. Hallo! Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für Sie zubereitet. Mhm. Und zwar sehe ich hier Rotkohl, ja. Birnen. Es sieht so weihnachtlich aus hier, Georgia. Was machen wir denn? Ja, wir machen eine schöne Vorspeise. Mhm. Wir machen eine Panna Cotta. Eine Panna Cotta? Aber salzige. Wow! Es ist ein bisschen speziell. Mhm. Oh, ich freue mich. Ich liebe dieses Rezept. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Rezept. Sie dürfen sich freuen. Und währenddessen wir quasi das Panna Cotta zubereiten, Georgia wird gleich erklären, was wir alles brauchen und wie das geht und Sie mitnehmen auf die Reise zu unserem salzigen Panna Cotta, werden wir mal ein bisschen über erhöhte Blutfette sprechen. Insbesondere den Triglyceriden, wo ja immer mehr Menschen kommen und die sagen, oh, meine Blutfette sind so hoch, ich muss was tun, ich soll was tun, was kann ich tun? Braucht es Medikamente oder nicht? Mit der Ernährung können Sie ganz viel selbst tun, liebe Zuschauer. Aber jetzt erstmal die Zutaten. Für die Panna Cotta brauchen wir 700 Gramm rote Kabis, 200 Gramm Rahm, 6 Gramm Agar-Agar, das da, ein Löffel Maizen, ein Löffel Zitronensaft, Limettenblätter, das da vorne. Der Duft hier bei uns in der Küche ist schon wieder nach Limettenblättern. Und Salz. Mhm. Zusammen servieren wir eine Birne, Mousse. Und dafür brauchen wir 4 Birne, ein bisschen Johannisbrotkernmehl, Zimt, Sternanis und Nelken. Gewürznelken. Mhm. Und dazu geben wir eine Granella, also eine knusprige Nüsse, Pistazien, Feigen, Pulver. Nicht Pulver, Granella, aber ich weiß nicht, wie es man mich, sagt. Granola, ne? Ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, du hast gerne immer was Knuspriges auch auf der Zunge. Genau. Mhm. Für mich, jedes Gericht braucht, wenn wir eine weiche Konsistenz haben, müssen wir auch etwas Kleines, knusprig, knackig haben. Mhm. Also hier passt es perfekt und wir gehen legen los, oder? Mhm. Ich zeige euch, wie ich die Kabis geschnitten und gekocht habe. Aber wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen zeige ich das nur. Aber ich habe das schon vorbereitet und es kocht. Und warum müssen wir das machen? Kochen, weil es wird alles gemixt. Ah. Es muss sehr, sehr weich sein, weil wir werden das mixen zusammen mit dem Rahm. Und ja, ich werde alles schön zeigen. Okay. Wichtig hier ist das weiße Teil, das holzige Teil. Den Strunk. Den Strunk wegschneiden. Und dann den Kabis einfach im groben Würfel schneiden. Okay. Einfach so. Ja, ich glaube, das hat der Zuschauer verstanden, ne? Ja. Und dann? Und dann alles in einem Topf mit Wasser zusammen mit den Limettenblättern. Und hier kannst du gerne zeigen. Genau. Das hat eine Stunde gekocht. Wow. Da sehen wir auch wirklich hier, dass die lilane Farbe, ja, die wir jetzt natürlich auch brauchen fürs Panna Cotta, oder? Genau, ja. Denn das ist ja der Witz eigentlich dabei, dass es diese wunderschöne violette Farbe erreicht. Aber die violette Farbe wird pink, fast pink, rosa, wenn wir es mit Zitronensaft bestreuen. Mhm. Ich werde das zeigen. Wir lassen das kurz auf die Seite jetzt. Okay, also einfach im kochenden Wasser? Ja. Okay.
und kochende Wasser. Oder kaltes Wasser muss einfach gut kochen. Rotkohl ist natürlich auch hervorragend, hat viel Vitamin C, viele Schutznährstoffe, gerade auch bei Krebserkrankungen. Gerade auch im rohen Zustand, aber schön geschnitten, gut gekaut. Aber für dieses Rezept brauchen wir ihn natürlich in gekochter Form. Die Mineralien aber, Eisen, Kupfer, Magnesium, die bleiben enthalten, die gehen nicht verloren durch den Kochvorgang. Jetzt schälst du eine Birne. Ja, wir brauchen reife Birne. Ich habe jetzt Kaiserbirne benutzt. Mhm. Birnen haben ja auch, Birnen sind ja die kleine Schwester des großen Apfels, ne? Und dann in Kombination mit den Gewürzen, die sind zwar sehr, sehr süß, aber Gewürze haben eine blutzuckersenkende Wirkung, gerade Zimt, Sternanis, Nelke. Und der Blutzucker, liebe Zuschauer, ist auch das, was eigentlich die Blutfette, allen voran die Triglyceride, in die Höhe treibt. Wenn nämlich zu viele Kohlenhydrate gegessen werden, zu viel Stärke, zu viel Zucker, zu viele Süßgetränke, Trockenfrüchte, Brot, Teigwaren, was auch immer, die wir aber heutzutage gar nicht mehr umsetzen, weil wir sitzen eben am Computer, wir steigen ins Auto, wir laufen nicht mehr die Treppe, wir gehen nicht mehr 3 Runden am Block abends spazieren oder in den wärmeren Monaten schwimmen. Das tun wir alles nicht mehr. Der Zucker, der Körper weiß nicht, wohin damit. Und somit laufen wir ganz oft mit einem sehr, sehr hohen Blutzucker um, mit sehr hohem Insulinspiegel auch. Und all der Zucker, der nicht verwertet werden kann, weil die Zelle sagt, was soll ich denn jetzt damit, der wird in Fett umgewandelt. Nehme ich für schlechtere Zeiten, dann wenn ich mal vielleicht nichts zu essen habe. Der Körper ist schlau. Insulin ist nämlich auch ein Hormon der Speicherung. Das heißt, der Körper ist immer dann in der Lage, Nährstoffe einzulagern für schlechte Zeiten, um dann, wenn der Blutzucker wieder tief ist, davon zu zehren. Und gerade die Triglyceride, 95% der Nahrungsfette sind ja Triglyceride, das Brennstoff. Also wir wollen ja durch die Fettverbrennung, kriegen wir so viel Kraft und Energie. Und diese Triglyceride helfen uns aber, deswegen sind die wichtig. Die Leber kann sie auch selber machen. Aber eben der hohe Blutzuckerspiegel ist verantwortlich dafür, dass die einfach in die Höhe schellen, was nicht gut ist für die Gefäßsituation. Ganz im Gegenteil, das kann dann schon auch mal zu Schaden führen. Und dann muss man Maßnahmen ergreifen, in erster Linie auch die Kohlenhydrate zu senken. Und deswegen haben wir hier ein super Gericht, weil das Fett, ne, damit steigt der Blutzuckerspiegel sowieso gering an. Und ganz wenig Kohlenhydrate, bisschen Süße hier in den Feigen und den Birnen. Aber das ist jetzt nicht die große Menge. Jetzt habe ich Sternanis, Zimtstange und Nelken dazugegeben. Einfach mit Wasser abdecken und kochen. Die Birne müssen weich werden und die sind hier. Das machen wir jetzt gar nicht, ja, weil du hast das alles schon vor. Ja, weil wir nicht genug Zeit haben. Aber ja. Wie lange dauert es ungefähr, Georgia? Bis es weich sind, 20 Minuten ungefähr. Okay. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Kompott. Kennst du Kompott? Ja, genau. Hat man früher bei uns immer zum Dessert gegessen oder in den Schulküchen gab es das ganz, ganz viel. Ne? Gekochtes Obst ist auch sehr gut verdaulich im Rahmen von Reinigungskuren. Gekochte Äpfel, leicht gedünstete Birnen sind sehr, sehr gut einzusetzen. Das heißt, du nimmst sie jetzt alle raus und pürierst sie für unser Birnenmus ohne den Saft, genau, ohne die Gewürze. Ohne den Saft. Ja, weil die sind schon sehr, sehr streng. Mit ein bisschen Johannisbrotkernmehl, nur weil es gibt viel Wasser drin und es könnte sein, dass wenn wir das mixen und dann ist, wir haben dann diese Wasser. Genau. Also ich will eine schöne gebundene Mus haben. Und Johannisbrotkernmehl verwenden wir hier gerne. Das ist ein veganes Bindemittel. Vom Karobbaum. Und wie ist es, wie verwendet man Johannesbrotkernmehl? Gibt man das einfach so in kalte Gerichte oder kann man es auch erhitzen? Nein, einfach so in kalte Gerichte. Aber wichtig ist mixen. Und es funktioniert nur, wenn gemixt oder einfach auch mit Hand untergerührt. Gemischt. Ja, untergerührt.
Und das dauert ein bisschen. Ich würde das jetzt ein paar Minuten, 10, 15 Minuten stehen lassen und es bindet langsam. Dann bindet es das Wasser, okay. Es ist nicht so eine starke Bindung. Es ist... Nicht wie Gelatine. Ja, genau. Aber es hilft. Gut. Okay, und vor allem ist es sehr einfach, es ist überall erhältlich. Es lässt den Blutzucker nicht unnötig in die Höhe treiben, wie zum Beispiel jetzt Malzstärke. Also das ist wirklich hervorragend. Und auch gerade auch Ballaststoffe, da sind ja auch Ballaststoffe drin, führen auch dazu, dass natürlich der Blutzucker langsamer ansteigt und dass auch Fette, Überschüssiges, alles besser und leichter ausgeschieden werden kann. Okay, wir brauchen jetzt das gekochte rote Rotkohl. Mhm. Wir nehmen die Limettenblätter raus. Kann ich dir irgendwie behilflich sein, Georgia? Nein, danke. Jetzt noch nicht. In einem Moment... Schon interessant, wie der Rotkohl die Farbe verliert. Ja. Wahnsinn. Aber jetzt bestreuen wir mit Zitronen. Mhm. Wie viel brauchen wir davon? Wir beginnen mit einer Hälfte und eventuell... Ich gebe auch ein bisschen Wasser dazu. Wie muss ich das nochmal machen? So? Ja, einfach so. Soll ich schon? Ja. Also das ist auch ein Trick aus der Küche. Lila in Kombination mit der Zitrone. Man sieht schon, siehst du hier? Wird zu pink. Hast du das in der Schule gelernt, oder? Nein, einfach so. Also Erfahrung? Ja. Mhm. Aber hier, man sieht wirklich gut, siehst du, es beginnt. Ja, total, es beginnt zu reagieren. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Mhm. Gerne. Dankeschön. Ich kann das. Ja, spritz ein bisschen hier in unserer Küche. Ja. Ich kann das nicht so gut, glaube ich. Nein, es ist gut, es reicht auch. Ja. Oh, schön, hier, man sieht. Ja, total. Ein bisschen Salz. Wie viel Salz? Ein Teelöffel so ungefähr war das jetzt, ne? Ja, dann kann man immer gerne nachprobieren und ein bisschen Salz noch extra dazugeben. Und alles schön mixen. Sehr gut. Siehst du die Farbe? Ja, total. Jetzt gebe ich auch noch ein bisschen Rahm dazu. Rahm, voll frischer Rahm. Ja. Gerne, wenn Sie finden, nicht pasteurisiert, wirklich rohe Qualität, dann sind auch wirklich alle Enzyme, Vitamine im Rahm noch enthalten. Gesättigte Fette sind gesund, nicht schädlich für Sie, liebe Zuschauer. Oh ja. Oh, was für eine schöne Farbe. Man könnte denken, man beißt jetzt wahrscheinlich gleich in so einen Heidelbeer-Panna Cotta. Ja. Oh. Okay. Mhm. Alles in einem Topf dazugeben. Warum nimmst du jetzt so einen großen Topf? Weil ich habe gedacht, ich hatte mehr Kabis. Ach so. Aber ist gut. Und du hast auch schon ein bisschen Flüssigkeit vom Kabis mit reingetan. Ne? Ja, nur weil es einfacher zu mixen ist. Okay. Okay, Agar-Agar dazugeben. Agar-Agar machen wir 5-6 Gramm pro Liter. Mhm. Aber wenn wir etwas sauer haben, so wie eine Zitronenmus oder hier, es ist auch ein bisschen säuerlich, geben wir etwas mehr. Okay. Weil die Agar-Agar funktioniert nicht so richtig mit die säuerliche Sache. Muss man immer ein paar Gramm dazu rechnen. Okay. Jetzt alles aufkochen und damit wir eine bessere Konsistenz haben, geben wir auch ein Teelöffel Maizen dazu. Ach weil so, die Konsistenz, Agar-Agar und Stärke. Ja. Mhm. Aber die Maizen macht unsere Panna Cotta ein bisschen mehr cremig. Okay. Nicht Gelatine, aber cremig. Und müssen wir das Maizena vorher ein bisschen mit Wasser, ja? Ja. So wie du sagst. Ansonsten wird es nämlich klumpig. Genau.
Also, Ziel dieses Gerichts ist es wirklich, Ihnen zu zeigen, dass Sie... Und das muss wirklich kochen, weil die Agar-Agar funktioniert nicht, wenn unsere, kalt ist. Ja, mit kalt ist. Es muss wirklich 2 Minuten richtig kochen. Köcheln, okay. Also, dann lassen wir das mal aufkochen. Wie gesagt, Ziel unseres Gerichts ist es, dass wir wirklich einen stabilen Blutzucker haben, dass der nicht unnötig in die Höhe treibt. Und das tut er nicht mit diesem Gericht in der Kombination. Wir nutzen hier gesunde Fette, ne, gesättigte Fette. Fett ist wirklich Energiequelle. Und Butter, Sahne in ihrer ursprünglichsten Form haben in keinerlei Studien gezeigt, dass es irgendwie wirklich schädlich ist, wenn die Studie richtig gemacht war für ihr Herz-Kreislauf-System. Ganz im Gegenteil. Genau wie ungesättigte Fettsäuren braucht der Körper gesättigte Fettsäuren, liebe Zuschauer, für die Zellmembran, für die Gehirnfunktion und eben auch als Energiequelle, als Kraftstoff. Ja? Und der Körper oder die Leber kann nicht umsonst Triglyceride auch selber bereitstellen. Das macht die ja nicht umsonst. Aber wenn es zu Störungen im Leberstoffwechsel kommt, aufgrund von zahlreichen Dingen, über die wir schon x-mal gesprochen haben, dann kann es natürlich auch zum Anstieg der Blutfette kommen. Genauso wie Alkohol. Ne? Alkohol lässt die Triglyceride wirklich umgehend steigen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn ich erhöhte Triglyceride habe, dass ich nicht nur auf den Zucker achte, sondern dass ich auch gucke, dass ich den Alkohol meide, dass ich gesunde Fette zu mir nehme. Da gehört auch Omega-3 dazu. Da gehört die Butter dazu. Da gehört der Rahm dazu. Und dann natürlich nicht alles in sehr, sehr großen Mengen. Ne? Einfach so, wie es normal ist, wie man gesättigt ist. Aber nicht in Hülle und Fülle und vor allem nicht irgendwie als Zwischenmahlzeit eine Tüte Chips. Das sind genau die Fette, die wir nicht wollen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und dann spielt natürlich auch Stress eine große Rolle. Ich meine, jeder redet immer von Stress, schnell Stress, ja. Aber die hormonelle Kaskade, die dann ausgelöst wird durch Stress, treibt auch die Triglyceride in die Höhe. Und das ist wieder schädlich für Ihre Gefäße. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie einfach diese Dinge wirklich mit bedenken. Und dann können Sie über die Nahrung ganz, ganz viel von alleine steuern. Meins köchelt jetzt hier. Super, dann ist das ist bereit. Mhm. Was ich jetzt genommen habe, sind Silikonformen mit einer Donuts. Formen. Mittlerweile kriegt man auch gar nicht mehr so andere Formen aus irgendwie Edelstahl oder ich weiß nicht was. Ne? Ja. Im Handel sind meistens nur diese. Ja, aber das sind so extra gemacht. Ja. Sie sind auch resistent für höhere Temperaturen, sind jetzt moderne Material, kann man so sagen. Ja, ja. Und das können wir auch in eine normale Panna Cotta Formen machen, aber wir sind ein bisschen modern und wir machen das. Auch modern. Wir machen das so. Für eine Gourmet-Vorspeise. Wow. Also ich hätte jetzt von der Sahnemenge gar nicht gedacht, dass es so viel wird. Der Sahneanteil war gar nicht so hoch. Mhm. Der Anteil an dem Kohl war viel, viel höher. Okay. Sie brauchen natürlich nicht unbedingt so einen Portionierer, wie wir ihn haben. Sie können Nein, das auch wirklich absolut nicht. Ganz mit dem Löffel oder auch einfach mit einem, ja, so einem Messbecher vielleicht, ne, reingeben. Das geht auch. Absolut. Aber hier ist es schon wirklich schön. Und Sie sehen, wie einfach und schnell diese Vorspeise oder auch mal eine Hauptspeise, ne? Durch die Sahne ist es ja auch sehr sättigend. Wir haben noch unseren fermentierten Rotkohlsalat. Mhm. Den wir dazu anrichten können. Also Sie können sich da wirklich auf vielerlei Art eine leckere Hauptmahlzeit, Zwischenmahlzeit oder aber auch Vorspeise zaubern. Und von dieser Menge, wir sehen, wir haben jetzt 12 Portionen. Ja. Das ist schon eine gute Menge. Wenn wir eine Gäste zu Hause machen, es ist schnell gemacht. Total. Wir können das schon einen Tag früher machen, weil jetzt es muss im Kühlschrank stehen. Ein paar Stunden, damit die Masse kalt und härter wird. Es wird unsere
Pfanne ist sehr heiß. Das ist jetzt auch unsere knusprige Nussmasse. Genau. Also das wird jetzt sehr, sehr schnell knusprig. Mhm. So Feigen erhitzt habe ich noch nie gesehen. Beim Erhitzen von den Nüssen muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht anbrennen. Ja. Weil die haben wirklich viele ungesättigte Fettsäuren. Und diese ungesättigten Fettsäuren, die reagieren natürlich jetzt hier mit der Hitze. Der Feuermelder. Kein Problem. Es ist nichts passiert. Aber der Feuermelder, der geht nicht an? Okay. Nein. Gut, liebe Zuschauer, das ist nämlich hier schon oft passiert in der Swiss Mountain Clinic Küche. Wenn Feueralarm ist, dann meistens Fehlalarm aus der Küche heraus. Aber auch das wollten wir Ihnen mal zeigen. Also nicht zu doll die Pfanne schwenken, bitte. Insbesondere dann nicht, wenn die Herdplatte zu heiß ist. Aber das reicht, glaube ich, auch schon. Ja. No? Und was wir jetzt brauchen, es ist eine schöne Teller. Das wird unser Boden. Boden, genau. Mhm. Das ist einfach so. Wenn Sie es ganz richtig machen wollen, dann denken Sie daran, die Nüsse vielleicht 2-3 Tage vorher einzuweichen, über Nacht, gut abzuspülen und dann die Nüsse trocknen zu lassen. Ja, total schön. Die Nüsse trocknen zu lassen und dann erst klein schneiden. Dann sind nämlich die ganzen Enzymhemmer und Antinährstoffe aus den Nüssen, die manchmal ja auch so schwer im Magen liegen, wenn man die ein oder andere Nuss zu viel gegessen hat, dann sind die nämlich abgebaut. Wow, Georgia, eine wirklich sehr, sehr schöne Kreation. Und ich finde, dieser kleine Birnen-Tupferli, wie man in der Schweiz sagt, passt auch hervorragend in die Mitte. Fermentiertes ist sowieso gut, ne? Denn auch wenn man erhöhte Blutfette hat, der Darm spielt immer eine Rolle mit und ein verändertes Mikrobiom, was verschoben ist, eher in Richtung Fäulnis, Gärungserreger. Die mögen es überhaupt nicht, wenn sie Fermentiertes bekommen. Also beziehungsweise, wenn man sein Mikrobiom gut behandeln möchte und auch dem Darm was Gutes tun möchte, dann sollte man daran denken, täglich Fermentiertes zu sich zu nehmen. Auch wenn man erhöhte Blutfette hat. Weil damit regulieren sie aus der Mitte heraus den ganzen Körper. Sorte, ich bin wieder einmal begeistert von dieser kleinen Köstlichkeit. Wir können jetzt 12 Patienten, 12 Mitarbeiter oder auch einfach uns selber mit diesen Köstlichkeiten eine Freude bereiten. Und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit uns und schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Und vielleicht haben Sie dann schon dieses Rezept nachgemacht. Wir sagen auf Wiedersehen, bis bald. Und guten Appetit. Bis bald.